Hallo, herzlich willkommen zurück. Heute geht's hier weiter. Es geht um die Fensterbänke. Wir messen jetzt einmal aus. Ich bin jetzt hier gerade im Kinderzimmer. Ich muss mal hier einmal das Fenster kippen. Es ist richtig feucht hier drinne. Und hier sieht man schon, das ist die erste Wand, die jetzt hier im Kinderzimmer verputzt worden ist. Da war der Mitarbeiter fleißig und das ist nicht alles. Wir gehen mal hier einmal rund. Hier wurde nämlich auch schon gemacht. Und das ist jetzt schön am Trocknen, das wird jetzt schön hell. Das verliert immer mehr diesen Baustellencharakter. Und hier die Abstellkammer. Oh, das ist so schön, ne? Ich drehe mal die Kamera. Auch die Decke sieht schon besser aus. Es nimmt immer mehr Form an. Und Schlafzimmer haben wir ja schon gesehen. Das sieht jetzt auch nochmal ganz anders aus, wo es jetzt getrocknet ist. Ja, total cool. Genau, hier messen wir jetzt gleich mal aus. Ich bin mal gespannt, was da mal für eine Fensterbank draufkommen wird. Also hier haben wir 152. Schlafzimmer, genau. Nicht vergessen. Mal Ist ja aufschreiben, ne? 32, 34, 3 cm 35. Okay. Abstellraum. Eine Putzkammer. Hier sind es 61 mal, was steht hier drunter? 36, 39. So, Kinderzimmer ist 115 mal, hier müssen wir anpeilen, ungefähr 36. Jo, das andere. Hier haben wir 125 und die Tiefe ist nicht ganz so viel. Das sind schwierig, weil hier noch nicht verputzt ist. Ja, da kommt noch was drauf. 18 plus 3, 21. Hier sind es 186. So, und die Tiefe sind 38. Genau, einmal das Treppenhausfenster, das Schöne. Ja, und hier werden wir dann Fliesen machen. Da kommen ja beige Fliesen an die Wand. Und auch hier hinten, würde ich sagen, Muss man ne? echt nochmal überlegen, ja? Könnte Ja. auch gut aussehen, wenn du hier eine Fensterbank machst. Eine schöne, die gleiche wie drüben. Ja, müssen wir mal gucken. Andererseits, wenn du hier Fliesen machst, hast du auch wieder die ganzen Kanten, die du machen musst. Ja, aber ich fand das voll schön mit dieser Schiene, die wir auch in einem Wohnzimmer haben. Also in der alten Wohnung, die wir hatten, haben wir auch hier eine weiße Fensterbank drauf gemacht im Badezimmer, weißt du noch? Ja, ich Sieht weiß. auch ganz geil aus. Ja, aber ich finde irgendwie Fliesen schöner. So, wir haben es jetzt hier einmal ins Auto gesetzt. Und wir fahren da ja eine halbe Stunde hin. Ja. Ein schönes Stück. Und da gucken wir jetzt mal, ob wir fündig werden. Ich bin mal gespannt, wie da die Auswahl ist. Hast du schon eine Idee, was wir für eine Farbe möchten? So Muster? Gute Frage. Ist echt schwierig, ne? Weil wir werden keine Fliesen ja machen. Wir werden ja, wie gesagt, ganz normale Fensterbänke nehmen. Weil das geht halt nicht mit Fliesenoptik, wie wir das im Wohnzimmer gemacht Wegen haben. der Kante nicht, aber Fliesen sehen halt hässlich aus. Die sind nur so dünn und stehen die überall, das sieht Ja, räudig aus. das passt halt einfach nicht. Wir müssen mal gucken, ey. Der Typ nebenan im Auto säubert gerade seine Fingernägel. Yeah. Ciao! Ja, matt ist auch schick. Aber ich habe schon fast einen Favoriten eigentlich. Die sind alle schön. Der ist wahrscheinlich super unempfindlich. Weißt du, hier, den haben meine Eltern im Badezimmer. Ja? Also das gleiche Material, aber heller. Wen haben deine Eltern? Das hier haben die doch in Weiß da, diesen Stimmt, ja. Kunststein. Der gefällt mir eigentlich am besten, Henning. Dieser cremefarbene. Leute, wir können uns nicht entscheiden zwischen diesem hier Ich finde den ehrlich und gesagt den. cooler. Weil den du in der Hand hast, ist Kunststoff. Das ist einfach Ja, gepresst. Das das ist ist Naturstein, Natur. ne? Das hat schon was, ey. Oh Guck mal, voll geil. Mann. Der fühlt sich auch voll saftig an, so schön Ja. weich, so, ne? So richtig schick sieht der aus. Oh, ich glaube, wir würden schon fast den nehmen, oder, Henning? Den, ja. 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 Oh, es ist schwer. Den kann man theoretisch auch noch draußen nehmen für die Fensterecke. Hey, du wolltest doch draußen glatt nehmen, oder? Vielleicht passt das auch. Guck mal, wenn Oh, du von nah voll anguckst, schön. jetzt gerade, wenn die Sonne so am Schein, jetzt nicht mehr so, dann sieht man auch Ja. mehr. Guck mal, wie schön der aussieht. Jetzt sieht man es, ja. Ich finde es schön. Schau mal hier. Also eigentlich haben wir uns schon entschieden. Wir hatten jetzt. Oh, jetzt scheint die Sonne. Wir haben es schon entschieden.
Zum Glück sind Henning und ich immer gleicher Meinung. Wir hatten jetzt 3 zur Auswahl, er sagt 4. Henning, guck weiter, ich habe mich schon entschieden. Wie geil. Sag mal, was denn? Hat auch was, ne? Ja, auch schön, ja. Keine Frage, aber die ist richtig glatt. Aber die ist mir zu, ja, ich weiß nicht. Guck mal, wenn ich sogar sowas sehe, dann könnte man als Rückwand von der Küche noch sowas machen. Rückwand von der Küche? Ja, anstatt Fliesen eine so eine Platte. Da sind wahrscheinlich extra Rückwände. Guck mal, wie schmal die sind. Ja. So. So, wir sind gerade beim DM. Wir sind leckeren Tee. Der riecht zu gut. Den habe ich im Herbst auch schon getrunken. Und der muss jetzt nochmal mit hier. Was willst du für einen Tee? Kann sich entscheiden, der Henning. Minze, weißer Tee. Keine Werbung. Beere. Yes, den probieren wir mal. Ein Bärenmüsli für den Henning. Der Henning hat übrigens noch 3 Gutscheine. Hat er noch nicht aufgebraucht. Guck mal, dieses Fotoalbum hier. Das habe ich letztens schon gekauft für unser zukünftiges Kind. Ich habe auch Durst. Gib mir auch was hier. Gluck, 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 gluck. Das ist ein bisschen Knäckebrot. Ein paar Getränke. Ups. Was ist das? Apfel-Blaubeerpunsch. Oh, das sieht auch gut aus. Das ist ein Weihnachtszeug. Probier mal aus. Mein Kokoswasser. Oh, lecker. Das muss auch mit. Schönes Bild. Die haben immer so schöne Sachen in der Kinderabteilung. Ich gucke hier immer gerne nach so ein paar Ideen für meine Nähsachen. Ob ich da so Anregungen bekomme. Ich kann mir dich wirklich als Papa vorstellen. Irgendwann mal. Irgendwann mal, wenn wir öfters hier hingehen. So. Dann gönnt sie erstmal. Juicy Balance. So, wir sind jetzt wieder da. Es ist richtig schön warm. Ich habe meine Jacke jetzt mal ausgezogen bei den schönen Wetter jetzt hier. Aha. Vom Ton her genauso wie vorher, ne? Vom Ton, ja. Aber es ist ja wie gesagt die Innenfensterbänke, ne? Ich würde schon fast überlegen, ob wir die hier überhaupt neu machen. Meinst wenn die du? Heile bleibt beim Ausbau. Aber ich sag dir, die ist nicht rau. Die ist sehr glatt und Henning, im Winter hätte ich mich einmal fast abgelegt. Ja. Wenn das vereist, muss man aufpassen. Auch mit Kindern später und Besucher. So, übrigens das Baustellenschild. Das hängt hier schon. Das habe ich auch aufgehangen schon. Und... jetzt bin ich gespannt. Unsere Muster. Jetzt bin ich gespannt. Das sieht mal ganz anders aus, wenn man dann hier live im Haus ist, ja, und dann das da hinlegt. Ja, genau, draußen war anderes Licht eben und außerdem ist das jetzt auch nochmal was anderes. So, wir haben jetzt schon hingelegt. Ach, die sind alle schön. Was ist da, eine Fliege? Okay. Eine tote Fliege. Und Henning! Ja, die sind doch alle... Ach nee, lass die nochmal, die armen Viecher. Also. Edel. Die ist so schön... Oh, die ist so schön richtig weich, ne? Die ist also matt. Die ist nicht poliert. Das finde ich irgendwie ganz cool. Oh, voll schön. Dann kommt hier dieses billige Ding. Ja, die gefällt mir nicht. Die sieht so ein bisschen wie bei Oma daheim aus. Sorry, aber... Ist auch Hochglanz. Das ist ein Kunststoff. Das hier ist auch Hochglanz und das ist auch Kunststein. Der wird irgendwie gepresst oder gegossen. Ja, also das hier ist eigentlich mein Favorit, weil es hat auch eine warme Farbe wegen Mediterran, ne? Ich meine, so kann man auch nochmal den Kontrast sehen. Das ist wieder der Boden. Ja, der schöne Boden, genau. Der gefällt mir auch so gut. Ist halt neutral alles. Kann man eigentlich nichts falsch machen, ne? Ich bin schon fast überlegen, ob es schwarz-gelb aussieht. Habe ich auch als erstes gedacht. Wir bräuchten euren Rat. Ich weiß, wir entscheiden selber, aber was meint ihr? Ich bin überbelichtet hier. Oh Gott. Ja, es sieht alles schön aus. Aber wie gesagt, diesen weißen würde ich nicht nehmen. Henning macht gerade ein paar Bilder. Ja, es wird halt alles so beige, grau. Also dieser Boden ist ja so ein bisschen so gräulich, der Laminat. Ne? Ich habe ja gerade gesagt, im Badezimmer kommen ja beige Wandfliesen hin. Die habe ich ja schon mal gezeigt. Und der Boden wird ja so grau.
Und das würde dann halt auch ganz gut passen. Also beige-grau wird es hier oben. Und im Eingangsbereich ist der Boden ja auch ein bisschen dunkler. Ne? Also dass sich das so ein bisschen wiederholt, ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist oben. Also die fällt schon mal raus, ja. Die möchten wir jetzt nicht so gerne. Die tun wir weg, genau. Ja. Ja. Jetzt auf der Kamera ist ein bisschen heller, die ist noch ein bisschen mehr dunkler, beiger. Ja, schwer zu entscheiden. Aber dein Favorit war auch der Naturstein, ne? Eigentlich ja, aber der ist ja vom Ton so ähnlich wie das hier, ne? Bis auf den matt. Ja, ich mag es halt, dass dieser Naturstein so, ja, halt matt ist, nicht glänzt. Also glänzend finde ich jetzt schon blöd, weil guck mal, ja. Du guckst hier drauf und das genau. Spiegelt jetzt das Fenster und draußen den Himmel. Ja, das habe ich mich vorhin auch gesagt, da kommt dann die Sonne so drauf und dann blendet das. Also ihr könnt echt gerade nicht entscheiden zwischen diesem dunklen und den, den ich vorhin gefilmt habe, den beigen Naturstein. Das ist halt cool mit diesem Kontrast, ne? Von außen wird es auf jeden Fall hell, ne? Ja. Wir brauchen ja auch noch eine Außenfensterbank, gell? Also außen geht hell auf jeden Fall. Wobei, wie war das? Granit kann man dann nehmen, aber den anderen halt nicht, den wir hatten. Ja. So, also wir haben uns entschieden für einen Beige-Ton. Nicht für den, weil der ist glänzend. Sondern wir haben das fotografiert. Ist ein Naturstein. Ja. Habe ich ja vorhin schon gezeigt im Video. Sehr ungleichmäßiger Farbton, sieht auf jeden Fall cool aus, weil da so kleine verschiedenfarbige Steinchen drin sind. Der helle, das ist jetzt unten nass, das ist jetzt ein bisschen dunkel, ja. Das sieht man schlecht, aber... Naja, der ist optimal. So, Henning geht jetzt runter, der bereitet auch schon mal vor für draußen, weil es geht jetzt im Garten weiter. Wir sind nur am Arbeiten hier, das ist echt schlimm, aber es macht Spaß. Ja, ich würde jetzt an dieser Stelle das Video beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Also wir haben uns entschieden zu 95%. Wir haben jetzt alle Maße von den Fensterbänken und der Henning wird das jetzt dann bald in Auftrag geben. Der Mann, der war so nett und hat uns sehr gut beraten. Der hat nämlich gesagt, es dauert ein paar Tage, dann kann er das alles bestellen oder den Bestand dann halt uns sagen, ausmessen, zuschneiden und dann kann man den jetzt schon bald hier anbauen. Weil das muss nämlich gleichzeitig gemacht werden, wo hier dann hier oben auch alles verputzt wird. Das wird auch nochmal richtig schön und spannend. Ja, freut euch drauf. Das wird so toll. Oh Mann. Ja, danke fürs Einschalten und bis bald. Tschüss.